Gut, Leute, ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute machen wir ein kleines Mario-Turnier. Und ja, wir werden auf jeden Fall heute dann könnt ihr jederzeit mitmachen, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr natürlich auch eine Switch habt und eine Wii und eine Mario Kart und alles, kann man das natürlich alles in Ruhe mal zusammen zocken. Bin echt gespannt, wie das so ankommt. Ich glaube immer, dass die Kuhmap eine Anspielung auf nicht auf Animal Crossing, auf den ist. Ach komm, als ob. Wieso bin ich eigentlich immer Letzte? Boah. Was zum? Also entweder hat er jetzt einen Lag oder er hat absichtlich auf mich gezielt. Aber das kann ich auch, Kollegen. Erstmal für die Kuh weggeballert. Okay, hättest du in der 10. Sekunde warten können damit? Was? Wieso sind die alle so schneller als ich? Ich check das nicht. Ich habe doch 7 Münzen. Und ich kann es mir nicht erzählen, dass die beide gleichzeitig einen Boost hatten. So. Wahrscheinlich wieder irgendein Hater kommen. Gedöns Kasper. Aua! Aha, das ist Cheater, gescheit recht. Alter, sag mal. Wie kann jemand mit dem Stern schneller sein als ich mit dem Powerpilz? Vor allem, weil ich 10 Münzen habe. Check ich nicht. Normalerweise ist der Powerpilz doch das Schnellste. Das ist voll der Boost normalerweise. Das ist mir aber schon öfter aufgefallen. Au. Da, der ist viel schneller als ich. Wie macht denn der das? Der hatte gerade einen Boost, obwohl er gar kein Item in der Hand hatte. Und ich bin schon wieder mal da. Da, ich habe die gleiche Geschwindigkeit wie der, obwohl ich eigentlich schneller sein müsste. Hab den keinen Millimeter eingeholt. Hä? Was ist das jetzt für eine Aktion gewesen? Wieso war ich gegen einen. Warum bin ich gegen eine Alpha-Wand gefahren? Natürlich. Wetten, jetzt überholt mich noch kurz vorm Ziel jeder? Da! Jetzt haben mich 4 Leute überholt! 4 Leute haben mich überholt, kurz vorm Ziel! Weiter ist wieder vorgehen schon mal. Au! Und direkt wieder auf den 9. Platz. Hä, wo sind meine ganzen Dinger hin? Na klar, der blaue erwischt mich natürlich. Warum auch nicht? Auf dem 7. Platz, Alter. Als ob ich auf dem 7. Platz lande. Warum bin ich denn so verdammt arschlangsam? Ich mache kaum Fehler beim Spielen. Ich kapier's nicht. Oh, den Anfall. Au! Irgendwie habe ich das Gefühl, das Motorrad fährt anders. Müssten die nicht eigentlich alle gleich sein? Au! Dann noch gesehen, dass der Kühler auf mich zukommt. Ja, jetzt klaut er mir meine Items.
Und tötet mich. Warum ist das so viel schneller als ich? Der hat genauso wenig Items wie ich. Haben die Fahrräder wirklich haben die verschiedenen Fahrzeuge wirklich unterschiedlich PS? Aber das würde keinen Sinn ergeben. Dann würden die Fahrzeuge müssten doch dann irgendwelche Statistiken haben. Die kann man ja gar nicht einsehen. Au. Au. Okay, jetzt bin ich runtergeflogen. Jetzt muss ich mich erst daran gewöhnen, dass die mich anscheinend auch nochmal rettet. Ich habe mich. Was war das denn jetzt? Also manchmal, ne? Auf jeden Fall danke für den Tipp. Da macht jemand Jagd auf mich. Habt ihr das gesehen? Der ist extra langsamer geworden, weil er einen Stern hatte. Ist er langsamer geworden, nachdem er einen Stern hatte. Und, wollte mich abknallen. Ja, ihr braucht mir gar keine Freundschaftsanfragen zu schicken. Ich nehme keine Freundschaftsanfragen an. Dann verschwendet ihr nur eure Zeit und meine noch dazu. Er hat es doch noch geschafft. Ja, aber er meinte wohl, kann ich so einfach nochmal platt machen. Ganz so weit ziemlich nett, Kollege. Ach man, Alter, jetzt haben wir da so einen scheiß Troll-Kindergarten da drinnen. Er meint jetzt der Troll-Kindergarten wieder, er muss hier wieder eine auf Kindergarten-Scheiße machen, wo einem auf den Sack gehen kann. Ha! Ich bin aber trotzdem durch, trotz der zwei Trolle bin ich trotzdem durchgekommen und habe sie hinter mir gelassen. Ha! Arkade. Ja, du Kindergartenkind, Alter. Wenn die Leute immer einen meinen, die müssen immer einen trollen, ey. Ach man, ey, jetzt hätte ich so schönes Item. Da hätte ich den Troll trollen können. Was ist das denn jetzt? Boah, was ist das denn jetzt, Alter? Was ist denn für komische Steuerung gerade gewesen? Und wieder Achter. Ja, und die mich die ganze Zeit trollen wollen, bis auf den König Buhu, sind alle hinter mir. Was gibt es denn? Ich denke, ich werde heute grillen. Aber ich muss erst noch gucken, was ich grille, weil ich habe verschiedene Sachen da. Und muss erst mal gucken, was ich mir überhaupt aus der Gefriertruhe hole. Oder habe ich mich jetzt zu sehr an diese komische Fahrhilfe gewöhnt, ohne es zu merken? Danke, Wario. Au! Was ist das denn? Ey, voll die Schweinerei hier. Genau, natürlich trifft er genau mich, Alter. Alles andere wäre ja viel zu leicht gewesen. Aber warum bin ich denn so unfassbar langsam? Ich komme nicht über die 8 hinaus. Kann nicht sein, dass ich so schlecht bin und nicht über die 8 hinauskomme. Wieso ist der schneller als ich? Ich check das nicht. Wieso ist der schneller als ich? Wir müssen doch genau die gleiche Geschwindigkeit gehabt haben. Und ich habe eine Sekunde vorher gezündet. Das hat man am Geräusch gehört. Hast schon was mit den Mädels? Was? Hast schon was mit deinen Mädels gehabt? Ich bin derzeit Single, also... Hä? Welche Mädels? Ach, sieh mal, Gemmerholz ist doch der, der mir vorhin so auf den Zeiger gegangen ist, mit seinem komischen Kindergarten. Der hat sich jetzt einen neuen Charakter ausgesucht, wie es aussieht.
Ja, ist schon klar. Ich komme einfach nicht. Was zur Hölle? Da ist einer unsichtbar. Hä? Man kann unsichtbar sein. Seit wann das? Was ist das für ein Item? Hab ich ja noch nie gesehen. Kann natürlich auch gut möglich sein, dass es einfach nur ein Ding ist. Aber ich sehe nichts. Jo, nee, ist klar. Ja, wenn du meinst. Der Rudi. Wow, wow. Ach komm, als ob das nicht geklappt hat. Ey, früher haben wir solche Moves permanent gemacht und die haben immer funktioniert. Was soll denn das? Wie haben die dieses Spiel programmiert? Ja, als ob ich da jetzt runterfall. Ach komm, dann weißt du was, leck mich. Das ist doch nicht normal, ey. Mal die Skillpunkte hier auspacken. Was zur Hölle? Oh mein Gott, Alter. Könnt ihr mal vernünftig spielen? Stehen bleiben, weiterfahren. Stehen bleiben, weiterfahren. Immer schön, um mehr auf den Sack zu gehen. Spielt halt einfach das Spiel. Was ist denn das Problem, ey? Was ist das denn jetzt die ganze Zeit hier? Ey, komm, als ob. Was zur Hölle? Jetzt spielt meine Steuerung endlich ein für alle Mal verrückt, oder wie? Ihr braucht mir, wie ich schon sagte, gar keine Anfragen zu schicken. Ich nehme keine Anfragen an. Egal von wem. Warum bin ich jetzt da rausgerutscht? Wieso? Sag mal... Wieso bin ich jetzt die ganze Zeit rausgerutscht aus der Map? Das kann doch nicht sein, Alter. Irgendwas stimmt doch da nicht. Das kann auch nur ich hin. Das krieg auch nur ich hin, sowas. Eine Anfrage nach der anderen. Zum 100. Mal. Ihr braucht mir keine Anfrage schicken. Ich bin eh... beantworte eh keine Anfragen. Das ist eine Zeitverschwendung, sowohl für euch als auch für mich. Die Route hat sich echt gelohnt. Ja, nee, ist klar. Ja, und jetzt wetten, der trifft mir jetzt auch nochmal. Ja. Was war das denn jetzt? Warum hat sich da... Hä? Wie kam das denn jetzt, dass jemand direkt neben mir aufgetaucht ist? Ja, nee, ist klar. Hier, was ein Kindergarten, Alter. So ein Spacken. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich total gedrosselt bin. Okay. Ich sag's gerne noch einmal. Ich nehme keine Anfragen an, ihr braucht mir also keine Anfragen zuschicken. Genau das hier passiert mit Anfragen, die ihr mir schickt. So. Da haben wir den Scherzkeks, der hier die ganze Zeit Anfrage schickt und es wieder löscht.
Und der nächste Vollvogel. Ja, ich werde es dann gleich ausmachen. Kann man die Benachrichtigung ausmachen? Das wäre nämlich schon mal ein Trost. Was war das denn jetzt? Ich krieg einen Anfall. Alter. Und genau das ist der Grund, warum ich normalerweise sowas wie Online-Spiele mit anderen Leuten nicht mache. Weil ich jedes Mal euch gesagt habe, wenn ich sowas mache, dann gehe den ganzen Tag nur irgendeine Scheiße ab. Jetzt kriege ich dauernd Anfragen, Leute bleiben absichtlich stehen mit ihren blöden Dingern, um mich anzugreifen, damit man nicht richtig spielen kann. Und sowas ist kein vernünftiges Spiel. Und schon gleich gar nicht ist es intelligent, von erwachsenen Menschen so einen Kindergarten abzuziehen. Und genau deswegen mache ich keine Online-Spiele mit der Community. Aber es ist gut, dass ich es immer wieder mal aufs Neue beweisen kann bei Gelegenheit. Weil es nämlich immer wieder zeigt, was es absolut für ein Bullshit ist. Draufgeschissen. Wir machen noch eine Runde, dann war's das. Dann quietscht es jetzt halt die ganze Zeit. Mache ich einfach den Sound aus. Pff. Dann quietscht es mir die ganze Zeit die Ohren voll. Dann haben wir halt gar keinen Sound. Mir auch egal. Und das war auch das letzte Mal, dass ich wieder mit meiner Community zusammengezockt habe, weil ich genau gewusst habe, dass sowas passiert. Und das ist genau der Grund, warum ich das nicht mache. Es ist also wieder mal eine schöne Demonstration dafür, dass man hier nicht mit euch zusammen was zocken kann und euch auch nichts Gutes tun kann. Und genau aus dem Grund, auch allein wenn ich mir die Namen anschaue, hier haben wir Rudi, hier haben wir Ritter, hier haben wir Rudis Bub und lauter so ein Scheiß, um mich zu ärgern, was mir komplett am Arsch vorbeigeht, weil Namen nennen könnt ihr euch, wie ihr wollt, wenn ihr euch von mir aus Fleckenfurz 19 nennen wollt, dann nennt euch so. Mir auch egal, aber das ist halt so Sachen, das sind halt so typische Kindergartenverhalten ist das. So. Wie gesagt, nach der Runde ist dann eh vorbei, aber... Au. Ach man ey. Es ist halt, das Spiel ist schon nervig genug zum Teil, auch ohne, dass man die ganze Zeit von irgendwelchen Idioten noch zusätzlich belästigt wird. Solche Leute gehören eigentlich aus dem Spiel entfernt, weil man, wenn man anderen Leuten nur den Spielspaß verderben will und absolut kein Interesse daran hat, selber vernünftig zu spielen, dann hat man eigentlich in so einem Online-Game null verloren. Ja, nee, ist klar. Da, was ich zum Beispiel nicht verstehe ist, jetzt war ich die ganze Zeit so weit hinten, jetzt bin ich die ganze Zeit so weit vorne und dieser komische Gameholz oder wie der heißt, der ist schon wieder vor mir oder ist schon wieder auf meiner Höhe. Wie kann das sein, dass er so viel schneller ist als ich? Das ist doch eine Sache, die kann eigentlich gar nicht hinhauen. Ah, na super, fliege ruhig runter. Nee, bitte. Tut dir den Gefallen? Ja, bitte, flieg nochmal runter. Ich habe zwar nach links gedrückt, aber er fährt nach rechts. Warum auch immer. Tja, wenn man vor dem Ziel wartet, um mir auf den Sack zu gehen und zu meinen, dass ich in den Bananenschall reinfahre, dann ist man eben zu dumm zum Kacken. Und dann hat man auch in dem Spiel nichts verloren. Es gibt Windschatten im MMK. Windschatten. Das hat damit nichts zu tun. Die Leute fahren. Ich komme keinem hinterher, obwohl ich permanent hinter den Leuten herfahre. Dann müsste ich eigentlich schneller sein, nicht andersrum.
Egal. Leute, ich danke euch fürs Datenvertragen. Was? Fehler bei der Datenübertragung. Ich wollte sowieso raus. Gut, dass es jetzt zum Schluss vorkommt. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit, um den Link zu verwenden von den beiden Turnieren. Die gehen beide noch bis 18 Uhr, wenn ihr die verwenden wollt. Ansonsten danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ja, das nächste Mal spielen wir wieder was offline oder offscreen. Vielleicht spiele ich Mario Kart, aber eben dann alleine. Weil man hat ja jetzt gesehen, dass ich das nicht vernünftig spielen kann, ohne dass irgendwelche Kindergartenkinder meinen, die müssen mir auf den Zeiger gehen. So, dann danke ich euch, haut rein und wir sehen uns.